Hallo liebe YouTube-Zuschauer, der Twitch-Chat ist schon ganz aufgeregt und ich auch. Heute geht's wieder weiter mit Detroit Become Human, das ist der dritte Stream, wo wir das Spiel spielen. Ja, nachdem wir das letzte Kapitel ein bisschen verkackt haben, schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Es ist nicht das Wichtigste, zu leben. Man muss einen Grund dafür haben. True. Was sie ein sagt... Ein Zitat von Jean Genot, einem Franzosen. Mhm. Danke für diesen Einwurf. Genau. Und sonst starten wir dann jetzt los. Hab's noch geschafft, bevor du startest. Sophia, perfekt. Perfekt. Okay. Dann drücke ich jetzt auf Fortfahren. Nee, ich mache erst mein Kabel hier noch rein, weil mein Controller leer ist. Eine Sekunde. So. Doch nicht so der Profi. Also so ein bisschen muss ich ja auch noch meinem Dings treu bleiben. Ne? So ein bisschen. Mein Controller sieht so schlimm aus, weil der weiß ist und ich ein Dreckspatz bin. Hehehe. Wie diese Frau mir in die Augen guckt. Ja, in deine Seele guckt die. Die guckt dir nicht in die Augen, die guckt dir in die Seele. So. Jetzt muss ich kurz hier mal meinen Bildschirm organisieren. Wie hatte ich das denn beim letzten Mal? Den Chat habe ich, glaube ich, eingeklappt. So. Mache ich das kleine. Ach, warte, theoretisch kann ich das ja auch nach oben machen. Ja. Ja, gut. Wir müssen mit einem Controller-Test fortfahren. Nee, müssen wir nicht. Und dann hole ich das Pop-out. Der Test ist beendet. Danke für Ihre Kooperation. Brudi, lass mich jetzt in Ruhe. So, jetzt mache ich euch ganz groß, damit ich euch hier ganz super habe. So, damit ich alles sehe, was ihr von euch gebt. Hoffentlich keine Spoiler und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Lehnt euch zurück, holt die Kuscheldecken raus und genießt die Show. Oh, das war jetzt unepisch. Ich wollte genau in der Sekunde auf Fortfahren drücken. Hallo, bitte! Ah, okay. Jetzt geht's los. Bin ein bisschen aufgeregt. Also, wie gesagt, das letzte Kapitel mit Marcus haben wir ein bisschen reingeschissen und wir haben nicht die Sachen gekriegt. Ja, war ein bisschen blöd, aber das vergessen wir natürlich jetzt einfach alle wieder, ne? Oh ja, wir gehen in den Stripclub. Oh mein Gott, das habe ich schon wieder ganz vergessen. True. Oh, aufgeregt, aufgeregt. Come on. Okay, wir sind mit Connor unterwegs. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Lautstärke gut? Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Tschüss. Also ich zieh noch ganz kurz meine Brille auf. Natürlich lässt mir ein WLAN jetzt im Stich. Oh nein, keine Rolle. Was soll denn das? Oh. Nicht hochgucken, dann wird's wieder rausgekickt. Okay, Lautstärke perfekt. Perfekt, dann geht's los. Oh ja, wir sind mit Hank jetzt befreundet. Das macht mich so glücklich. Okay. Wir gehen in den Eden Club. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Warte, kann ich noch hier irgendwo... Warte, wie war das? Dann gehen wir Hank mal hinterher. Willkommen im Eden Club. Eine Sekunde. So. Oh Gott, nee. Ist das deren Ernst? Das ist ja wie bei Naked Attraction. Oh Gott. Furchtbar. Oh mein Gott. Connor! Na! Was zur Hölle machst du da? Lass mich die angucken! Komm mal, Lieutenant. Nein, ich möchte die angucken.
finde es ganz schlimm. Also ich weiß ja, dass es keine echten Menschen sind, aber die Armen. Hallo. Ah, und da sind dann die Räume, wo die reingehen, glaube ich. Sie guckt uns so sogar hinterher. Okay, ich glaube, wir müssen zu Hank. Aber ich bin zu breit. Und breiter als die Tür stehen. Okay. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Marietta, schön, dass du da bist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Wie ist der nochmal? Nach ist das Simon? Nee, Simon war der bei Arcus, ne? Melinchen, wie ist der noch? Okay. Oh Gott. Also da ist eine tote Androidin und ein totes Opfer. Gavin. Okay. Choose your fantasy. Da kann man dann die Getränke bestellen, nehme ich an. Alkohol war mit im Spiel. Da sind verschiedene Flüssigkeiten. Wahrscheinlich auch irgendwelche Potenzmittel oder sowas. Ich könnte mir ja niemals so ein Bett kaufen, ne? Weil das hat für mich echt immer sowas von einem Puff. So diese runden Betten. I don't know. Das mache ich irgendwie am liebsten hier, diese Analyse. Okay, Graham, also Michael Graham, 1,88 groß, 87 Kilo, geschätzter Todeszeitpunkt 18.24 Uhr. Würgemale. Oh, schwere Blutergüsse. Todesursache ersticken. Okay, er wurde erwürgt. Herzstillstand. Kein Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Okay. Oh, warte. So. Opfer wurde erwürgt. Okay. Okay, okay, okay. Tiara, wir haben gerade das angefangen. War kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Mhm. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Ja, stimmt. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du was... Okay, Selector schwer beschädigt, Biokomponente schwer beschädigt. Ich kann's versuchen. Wow, hey! Ich hasse das. Kana, das ist ekelhaft. Ja. Ich muss gleich nochmal kotzen. True, Hank. Blaues Blut, okay. Modell WR 400. Reaktivierung erforderlich. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Okay. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Ich hasse das, wenn ich viele Knöpfe gleichzeitig drücken muss. Oh no, die Arme. Ich muss sie erst beruhigen. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ach ja, es läuft eine Zeit. Konzentrier dich, Nina, konzentrier dich. Ist er tot? Ja, ja. Fuck. Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder.
Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Warum? Das ging viel zu schnell! Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Warum verkacke ich immer alles? Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Obwohl, das ist ja schon eine wertvolle, ist eine wertvolle Info. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Wie kann ein Spiel so geil sein? Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Na, ich wollte doch noch da weitergucken. Ich war doch nicht fertig. Da war doch noch was, was ich machen konnte. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine... Wenn Sie den zweiten Androiden suchen nach Android auf. Diese Typen reden nicht. Kann ich mit denen reden? Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Ja. Hab ich hier schon mal Ärger mit den Androiden? Vor 2 bis 3 Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nicht zufällig eine Überwachungskamera hier, ne? Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute ja in den Eden Club. Diskretion. Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja, kann ich klar. Das Gute an Androiden ist, sie sind zu allem bereit. Man holt sich bei ihnen nichts und sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Tja. Ich versuche... Je mehr Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. Oh, warte, kann ich mit ihr reden? Ja, Melina beantwortet euch alle Fragen, die ihr habt über das Spiel. Melina weiß alles. Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Wir glauben, es war noch ein Android im Zimmer. Noch ein Android? Ja, das sagt zumindest Connor. Ich habe wahnsinnig schön. Muss ich jetzt Hank holen? Nichts dabei, tut mir leid. Du kannst nicht ganz... Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Schon krass, ne? 30 Minuten kosten 20,99. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Das ist billig. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Ebenklapp wird spielen eine Abonnement. Bitteschön. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Immer noch da. Ich dachte, ihr wärt schon längst weg. Danke. Guck mal, seht ihr das jetzt mit dem Greenscreen? Jetzt bin ich so rausgekiet. Siehst du das? Denn man sieht das Grün nicht. Ich bin nicht mal rumkrakeln. Habe ich dich gehört und nicht eingeschlafen? Ja. Fast eine halbe Stunde geschlafen. Ja, das ist schön. Freut mich. Freut mich sehr. Viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Macht Spaß? Ja. Mein, die ist noch nicht da. Ja, der ist noch beim Spielen, habe ich vergessen. Die spielen heute? Ja. Witzel? Ja. Hallo, Walter hat mir geantwortet. Mann, eine Sekunde, es geht sofort weiter. Okay. Ja, meine Eltern waren noch da. Ich dachte, die wären schon längst weg. Okay. Weiter geht's.
Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du? Hä? Also. Ist sie das? Ja. Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Jo. Ich kann aber nicht woanders hingucken, oder? Natürlich kommen Eltern immer diese Szene. Ja, zum Glück, ich bin alt genug, da ist mir das nicht mehr so unangenehm. Ganz schnell ins Schwimmklo weggeklappt. Das war nicht mal beabsichtigt. Lienchen, schön, dass du da bist. Was hast du dir geschrieben? Psst, ich melde mich zum Dienst. Ja, schön, dass ihr da seid. Okay, muss leider schon gehen, dachte ich. Ich musste mich nur schminken, aber ich muss nach Haare füllen. Daher muss ich leider jetzt schon gehen. Wünsche euch aber ganz viel Spaß. Melli, ich wünsche dir einen schönen Abend. Hoffe, du verkackst das nicht. Ja. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Nicht schon wieder! Okay, schnell. Hey, was soll ich mit dir? Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Steh. Warte, was? Ja, okay. Nicht so schnell, okay. Da. Ja, na gut. Androiden gingen zurück in den Club. Okay. Das sieht lustig aus, wie der da an der Stange ist. Guck mal. Okay, wieder Konzentration. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Raum, okay. Boah, ich finde das so cool, diese Rekonstruktion. Hier konnten wir nicht. Also. Die Musik stresst mich! Okay. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Da ist er. Ist in dem blauen Raum. Okay. Blauer Raum! Oh, da ist ein leeres Ding. Okay. We can do it. We can do it. Hier war das, ne? Nee, war es nicht der? Oh, okay. Wie, er hat das Zimmer verlassen? Hä?
Ja, bei dem hier war ich doch schon, oder nicht? Hä, das war die Frau. Hä? Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Durch den Mitarbeitereingang geflogen. Okay. Let's go! Let's go! Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Hier lang! Scheiße, Mann! Das ist doch Wahnsinn! Ah, hier längst. Warte! Ich übernehme das jetzt. Über den Kopf. Okay. Da können wir es noch. Warte, was? Durchsuche das Lager. Ja, okay. Aus dem... Scheiße! Hallo? Wir sind zu spät! Nein, sind wir nicht. Was macht dieser Knopf? Okay. Da. Blut. Verdammt, schau sie dir! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind. Sind sie Müll? Ja, genau. Vergessen, wie die aussieht. Nee, ich hab. Nee, wir haben keine Zeit zu lesen. Keine Zeit zu lesen, Rudi. Da können wir raus. Aber ich muss erst alles angucken. Hank, du stehst im Weg. Das ist wieder die Zahl. Okay, und jetzt müssen wir da raus. Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber... Plastik kaufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich raff's nicht. Hier war das Blut. Da geht's lang. Oh. Thank you.
Freundinnen. Schnell, sie entwischen uns! Einfach eine Sprintmaus. Oh, verkackt, scheiße! Ups! Relevant. Es tut mir leid. Oh nein, das war dumm. Oh, ich bin ein fieses Monster. Es tut mir leid. Oh. I'm sorry. Warum? Ja, ich weiß es doch nicht. Ich war so im Stress. Warum hast du sie umgebracht? Ich weiß es nicht. Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Ich weiß, deswegen habe ich ja gedacht, ich schieße einfach. Hättet ihr mich nicht gekämpft, dann hätte ich auch nicht geschossen. Dann hätte ich einfach gesagt, okay. Oh mein Gott. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und es drückte tut zu, mir leid. Bis er sich nicht mehr rührte. Ja, finde ich gut. Hast du gut gemacht. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Das ist okay. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Oh mein Gott, ich bin so ein herzloses Monster. Und die Menschen vergessen ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter. Aber du hast sie mir weggenommen. Es tut mir doch leid! Ich liebe sie. Sie bohrt immer noch weiter. Ich habe sie geliebt. Ach, Kacke. Ah, Scheiße. Oh, no. Oh, mein Gott. Das war nur, weil ich so gestresst war, Leute. Ich war so gestresst, ich hatte Angst, Connor zu verlieren. Oh, danke Amorada, vielen Dank für die 9 Monate, danke fürs Twitch Baby und Jelly Boo, danke schön für die 4 Monate. Ich mach mal eben meine Tür auf, weil ich glaube, eine Katze will gleich rein. Das ging gerade alles zu schnell. Oder Angie, fühlst du das? Ich war einfach gestresst. Eine Sekunde, ich muss kurz die Tür aufmachen. Ja, ich hab dich gehört, mein Schatz. Komm doch rein. Ja, komm. Komm rein, Mausi. Ich höre diese Katze einfach durch die Tür. Komm schnell her, Maus. Hätte auch geschossen im Spiel, mir wäre egal, alle heulen mir, mir ist es egal. Naja, mir ist es nicht egal, aber ich war halt einfach so im Stress, dass ich gar nicht so drüber nachgedacht habe, weil ich dachte, die tötet halt Kanna jetzt, wenn wir jetzt nicht die schießen. Wenn wir die jetzt nicht schießen. Antonia, du hast genau ein Kapitel verpasst, also wir haben genau ein Kapitel bisher gespielt. Oh mein Gott. Sie hätte sie verschont, aber nur, weil sie gay ist. Emily, ich habe das, also das,
Das ist ein bisschen eine grenzwertige Aussage, Emily. aber ich konnte das alles gar nicht so richtig begreifen. Ich dachte, die wären Freundinnen und dann, als ich geschrieben habe, die sind so süß zusammen und dann sie gesagt, ich liebe sie. Da ist mir ein Licht aufgegangen, dass die ein Liebespaar sind. Ja, naja, jetzt habe ich sie halt umgebracht. Machen wir weiter. Mir stört der Nein, haben wir einen Sympathieverlust bei Hank? Oh no! Dieses Spiel macht mich fertig. Ich werde jetzt niemanden mehr schießen. Nur wenn die böse sind. Okay, Deal. Bei Hank ist voll stark runtergegangen. Oh Mann, oh. Achso, ich kann mich bewegen. Hi, Luther. Naja, vielleicht Auto? Gut, dass Sladko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Sladko es jemals benutzt hat. Auch hin? Nee. Okay. Jetzt mal ein bisschen entspannt, bitte. Ich kann nicht mehr. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Ich habe noch nie Schnee gesehen. Oh. Sehr hübsch. Ach ja, wir fahren nach Kanada. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Okay, jetzt. Entfernung. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Und jetzt Ziel. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. I hate my life. I hate my life. Zwei Socken, Mensch, danke schön. Zwar darf zwar nicht sein, aber gut hier, aus. Ey, gefühlt. Oh, ich danke dir, Vivi, danke. Dankeschön. Oh mein Gott. Das ist Next Level Tesla. Bleib sitzen, Alice. Und Dori, danke schön für den Verschenksab an Hannah. Dankeschön. Okay. Überprüfe den Automotor. Okay, let's do this. Jetzt fährt das Auto so weg mit Alice drin. Hört sich nicht gut an. Alice, dankeschön für 5 Monate. Was sollen wir jetzt machen? Ich dachte, ich kann den jetzt reparieren. Finde eine Unterkunft? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Okay, es gibt 3 Möglichkeiten. We love that. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Ihr hört die Alerts noch? Ey, ich hasse das. Warum? Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Ich habe die rausgenommen. Sind überhaupt nicht in der Szene drin. Ich freue mich, wenn ich meinen neuen Computer habe und alles neu aufsetze. Also mein Streaming-PC. Es ist alles da. Habt ihr euch schon erzählt? Ich glaube schon. Hi, Simsabine. Guten Tag. Okay. Da ist ein Freizeitpark. Da drüben. Jenny, danke auch für deine 100 Bits. Vielen Dank. Pirates Cove. Wir brauchen eine Unterkunft. Sympathisch. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Nein. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Sei bitte nicht so ungeduldig, ich bin noch auf der Suche.
auch. Gemütlich ist es nicht. Warum ist das Blut blau und nicht rot? Naja, das sind Androiden, das sind ja keine Menschen. Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Markschnitt. Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Es muss doch irgendwie ein Haus geben. Es kann doch nicht sein, dass es hier nur so diese Blumen gibt. Keine gute Idee, da zu übernachten, ja, true. Einfach sympathisch. Hier nicht in so einem... Hier fällt alles auseinander. Ja. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ja, du machst es nicht. Oh, das sieht gut aus. Kann ich hier rein? Sicher aus. Er setzt sich aber auch unter Druck, Mensch, oder? Hallo? Achso, ich dachte, ich breche das Fenster durch. Nein. Stark ich mach genug, das. Da rettet den Tag. 141 Tage, das meine ich. Bitte. Tür zu. Er zieht. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Richte Alice ein Bett her, überprüfe Luthers Tasche. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Kanada sauber Luft und immer ein herzliches Willkommen. Okay. Dann lesen wir mal. Steht Präsidentin Warren Cyberlife zu nahe? Androiden, Band, Anwärter auf Musikpreis, Fans schreien, Traditionalisten weinen. Cybersicherheitsexperte, ihr Android könnte gehackt werden. Sag ich nicht. Die Androiden-Boyband Here For You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter. Ich mach das Feuer hier. Okay. Dann stört uns der Rauch nicht so. In der Sparte Best New Artist, ein offener Brief von diversen Plattenlabeln, die nur menschliche Künstler fordern, fordert Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtet die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik. Das ist aber wirklich... wirklich krass, ne, wenn man sich mal drüber nach, also mal so Gedanken macht, weil das ist ja eine künstlich erzeugte Stimme quasi. Und das ist klar, dass die dann besser ist als die von einem Mensch. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden, trifft der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagte, Here For You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Okay. Das war der Gossip. Laila, hallo, schön, dass du da bist. Was ist dieses Flu?
Was? Wie bitte? Entschuldigung? Okay, warte, er hat das Feuer gemacht. Das ist schon mal gut. Können wir uns kurz aufwärmen? Nein. Waffe übertrieben. Ach so, das ist die Tasche von Luther. Ein Keks anbieten. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Noch ehrlich. Okay, das war gut, dass ich das gemacht habe. Family. A picture perfect family. Oh, da steht auch R9. Oh, oh. Das heißt, hier sind Abweichler unterwegs. Wir sind Abweichler. Okay, jetzt haben wir, glaube ich. Achso, da hinten können wir noch was machen. Oh, ne. Hier. Darf ich den Keks haben? Mhm, immer. Das hier vorne war der Text, okay. Gut, dann haben wir alles, ne? Dann können wir jetzt dorthin gehen. Ach so, für das Bett. Ein Kissen. Das irgendwie hier so vor, dass... Ach, super. Alice? Hi, Kleine. Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Das bin halt ich. Vielleicht finde ich einen Job. Genau. Immer optimistisch bleiben. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Na komm. Oh, es ist Gott. Zeit fürs Bett. Geschichte, Karl? Ja. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Ritter. Es war einmal ein großer Ritter, der... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Okay. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter.
der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen, der versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Ja. Schon okay. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Rufe? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Liebes Mädchen. Ja. Die Hintergrundmusik mehr. Sie ist sehr tapfer. Das macht mich fertig. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der Erste, der erwachte. Oh. Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. Ich möchte mehr über ihn hören. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Kara. Ist dir jemals... was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Jerry, was macht ihr hier? Ich vertraue dir nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen? Will sie es sehen? Nee. Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Nee. Alice, ich weiß nicht, ob das so Komm gut ist. Komm schon, Kara. Oh Gott. Ich glaube, du hast keine Wahl. Ah, ist das süß. Wait. Ich noch irgendwas? Schließlich den Jerrys draußen.
kriegst irgendwas zu übersehen. Ich kann niemanden mehr verlieren. Wir laufen einfach Luther hinterher. Sei unser Gast! Oh. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Jerry ist aufgeregt. Seit Jahren nicht mehr gemacht, wenn überhaupt jemand. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Okay, oh Gott. Ich dachte, das endet wieder irgendwie richtig kacki. Also da kommt bestimmt noch was, aber... Ah, das war schön. Die Gruppe genoss einen stillen gemeinsamen Moment. Ach, wie schön. Stock aus dem Feuer nehmen. Alles beschützen. Okay, ich glaube, das haben wir gut gemacht. Eine Sache haben wir nicht gesehen. Aber das war schön. Das war richtig schön. Okay, seid ihr ready? Seid ihr ready für die nächste? Die nächste Kapitel? Jetzt gehen wir bestimmt zu Marcus. Oh nee, das haben wir ja verschissen. Ach nee, doch nochmal zu Dings. Wir sind aber noch mit Hank befreundet, das ist gut. Zu Connor. Okay, Lagebesprechung mit Hank, nachdem ich zwei Androiden getötet habe. Ja, da können wir wieder was lesen. Das machen wir doch glatt. Der mysteriöse Mr. Kamsky. Okay, dann schauen wir doch mal. Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? 2028 war Elijah Kamsky unser Mann des Jahrhunderts. Er hat die Welt verändert. Androiden haben nicht nur die Wirtschaft revolutioniert, sie haben unser Leben, unsere Familien und das gesellschaftliche Gleichgewicht für immer verändert, ob positiv oder negativ. Kurz danach verschwand Kamsky. Er wurde als CEO von CyberLife abgelöst und führt ein Leben abseits der Scheinwerfer. Er hat die Welt, die er erschaffen hat, verlassen. Kamskys Geschichte beginnt 2018, als Gewerbeimmobilien in Detroit billig waren und viele Startups anlockten. Der College-Absolvent setzte all seinen Besitz auf die Entwicklung eines Androiden-Prototyps und war jahrelang erfolglos, bis zu zwei bahnbrechenden Entdeckungen. Blaues Blut und Biokomponenten. Nach der Enthüllung des ersten funktionsfähigen Modells, das öffentlich den Tuning-Test bestand und die Welt verblüffte, wurden Pläne zur Massenfertigung gefasst und CyberLife wurde schnell zur wertvollsten Aktie der Welt. Doch auf dem Gipfel von CyberLifes Macht, das Unternehmen war an der 500 Milliarden Dollar Grenze, wurden Gerüchte laut, dass sich Kamsky und seine Aktionäre in puncto Strategie uneinig waren. Er verschwand unter mysteriösen Umständen. Quellen behaupten, Kamsky lebe in einer Luxusvilla irgendwo am Rande seines geliebten Detroit, weise alle Besucher ab und verbringe seine Zeit ausschließlich mit Androiden. Doch die interessanteste Frage bleibt unbeantwortet. Was geht im Kopf des mysteriösen Mr. Kamsky vor? Tadam!
Das finde ich halt auch so spannend an dem Spiel, dass es halt so in naher Zukunft spielt. Das spielt nicht so 2085, sondern dass es halt so teilweise noch quasi sich auch um Jahre handelt, die wir jetzt gerade erleben. Finde ich mega cool. Hi, Hank. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Ich habe einen Alert gehört. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Oh no! Das ist ihr Sohn, richtig? Ja. Sein Name war Cole. Wann früher? Hm? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher eben. Sandy. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Herzlich willkommen, Universum. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Hi, Sandri. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Okay, mit ihm reden wir jetzt auch mal über RA9. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Gerade geht's, Sandri. Hatte es eben was schlimm. Damit zu tun, hab aus Versehen zwei Androiden getötet. Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Oh, Hank. Sie schienen sich zu lieben. Rational. Sie können Emotionen simulieren. Aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Dein Vater. Neutral. Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte? Oh mein Gott! Hey. Oder ist es dir einfach nur scheißegal Nein, gewesen? Nein, es ist nicht! Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Oh mein Gott! Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ja. Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Ich glaube nicht, dass es einen Himmel für Androiden gibt. Jetzt bist du schon bei Glauben, Connor. Sicher, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch, was nicht. Weg freigeschaltet. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken! Ich muss nachdenken. Hank hat Connor leben lassen?
What? Hätte Connor gerade sterben können? Wieso war Hank so? Ja, weil er sauer war, weil wir die Androiden getötet haben. Oh mein Gott. Könnt ihr mir jetzt bitte auf die Schulter klopfen, dass ich Connor nicht getötet habe? Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Also Sandy, danke nochmal für den Sub. Herzlich willkommen im Universum. Und zwei Sockenmensch, danke für den verschenkten Sub an Leonie Infinity. Oh mein Gott, ey. Sandri, wie geht's? Wie steht's? War gerade bei Rosi, dein Flugi ist tot. Was für ein Flugi? Hab doch gar kein Flugi. War so eine rhetorische Frage. So. Ich glaube, Melina wäre auch sehr sauer, wenn Connor tot wäre. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber, oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel so sehr. Okay, wir spielen weiter. Jetzt geht's, glaube ich, zu Marcus. Also wir waren länger nicht mehr bei Marcus. Dann mal los. Haben die uns jetzt verstoßen von dieser Sekte? Alles supidupi, okay, gut. Oh mein Gott. Warum sind die alle so scheiße? Max, warum bist du denn süßer? Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Kanal 16 Was ist hier los? Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Oioioioioi. Das sieht aus wie Jax von Grey's Anatomy. Das ist er. Melina, erzähl es mal kurz. Melina kann das erklären. Das ist so hier so mit diesen Motion Detection Dingsbums. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Boah! Ach, jetzt sind wir schon da. Oh, das ging schnell. Okay. Okay, wir sollen an die Rezeption, aber bis dahin kann ich ja noch andere Dinge tun, bestimmt, oder? Ah, okay. We broadcast the world. Über alles Mögliche reden wir. Okay. Übrigens, ich habe vorgestern die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online geguckt und da ist einfach Gronkh. Ich fand es so geil. Ich hab's so abgefeiert. Hab's mir dann nochmal auf Englisch angeguckt, weil ich's lustig fand. Möchte kurz gucken, ob ich hier irgendwas machen kann, außer zur Rezeption gehen. Ja, guckt es mal an. Ich dachte mir bei der Serie nämlich auch erst so, hä, was ist das? Aber das ist so geil, die Serie. So geil. Okay. Also das ist so ein All-News-Channel Dingsbums. Löwe. Ein echter Löwe? Bist du ein echter Löwe oder bist du ein Android? Ein Nilpferd? Ist es ein Nashorn, Baby? How to Sell Drugs Online heißt die Serie. Ja, ich spoiler doch nicht. Ich habe nur gesagt, dass die dass da Gronkh bei ist. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Hilfe! Es ist alles okay. Danke.
Lenke die menschliche Aufseherin ab. Okay. Hallo? Entschuldigung? Okay, also, wir können wieder analysieren. Smartwatch. Können wir die Smartwatch explodieren lassen? Elizabeth Wilson. Theoretisch können wir sie doch irgendwo hin ordern, oder? Bestimmt. Sie hat ein Kind. Tochter der Aufseherin, Kind eingeschrieben. Oh. Mhm. Können wir als die Schule anrufen und sagen, dass ihre Tochter in Gefahr ist oder so? Wohnadresse. Michigan Street, Detroit. Okay. Parkausweis, Autoregistrierung, API, Ebene 3, Parkplatz A21. Oh Gott, soll ich mir das alles merken? Wait. Ich muss kurz... kurz gucken, ob ich nicht noch irgendwas anderes machen kann. Weil sonst habe ich wieder Angst, dass ich jetzt wieder die erstbeste Möglichkeit nehme und dann ist das falsch. Kann ich irgendwie zum Parkhaus? Oder so? Nee, ne? Man kann ja nirgendwo hin. Okay. Mhm. Gut, dann rufe ich die jetzt mal an. Elizabeth Wilson, hallo? Schule. Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Das ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Ha! Haben wir gut gemacht. Du bist gemein, Nina, hab Drugs noch nicht gesehen, die dritte Staffel. Hä? Das ist doch kein Spoiler! Also, das ist doch kein Spoiler, wenn ich sage, dass er da mitspielt. Er steht ja auch im Cast. Okay, jetzt können wir zum Androiden gehen. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Hallo, ich bin deine Mutter. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Mhm. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Okay, danke schön. Danke. Okay. Dürfen wir jetzt durch? Kann ich noch irgendwas tun, bevor ich jetzt da durchgehe? Irgendwem reden. Das... Nee, okay. Mhm. Okay, aha. Okay. Mhm. Okay. Okay. Achso, hier geht's raus. Andere Seite. Benutze den Aufzug. Okay. Warum kann ich mir die ganzen Bilder angucken? Verwüstung. Mag ich nicht angucken, gerade zu viel, viel zu real. Markus' Augen sind mega schön, ja. Als ob das keiner sieht, dass seine Hand sich färbt, ja, true. Nee, Lea, das ist die PS4-Version. Ja, genau. 47. Leider kein Upgrade. Okay, you are here. Und ich will... Wohin will ich? Den Serverraum. In das Paket. Okay. Was? In der Herrentoilette. Okay, warte. You are here und es ist darunter. Okay. Das heißt, I have to go here and then to the right. You should.
Many people? Niemand. Hallo, was bist du denn für ein Feini? Cleaning in progress. Floor slippery when wet. Süß. Ein Feini. Hallo. Detroit war mein erstes Spiel, das ich wirklich durchgespielt hatte. Ja, das ist aber auch so fesselnd. Das ist so krass. Okay. Ach, guck mal, wie cool. Oh, das ist ja echt geil gemacht. Warum können wir uns ja angucken? Hübsch sind wir. Guck mal, das würde ich mir im Real Life wünschen. Da muss man nicht erst in Toiletten reingucken oder so. Finde ich, das sieht ja voll cool aus. Hallo, Sir. Okay. Soll ich jetzt nochmal hier in den Spiegel gucken? Okay, nice sehen wir aus. Nice. Da fangen wir an zu schwitzen. Wenn wir Marcus in Uniform sehen. Okay, und jetzt gehen wir zum Serverraum. Verlass die Toilette, finde den Wartungsandroiden. Warte, wir sind ja hinten ja noch nicht lang gegangen. Gehen wir mal da lang, ne? Hier sind Aufzüge, da sind die Frauentoiletten. Kann ich das mit mir rumschieben? Damit ich authentischer aussehe? Nee, ne? Kann ich hier rein? Hallo! Ich drehe nur hier meine Runden. Ah. Ich brauche deine Hilfe. Brauche ich auch einen Feind. Der sieht auch süß aus. Schiebe den Wagen. Sehr, ich wusste das, dass ich den Wagen schieben darf. Okay, öffne den Notausgang. Hier ist der Serverraum. Oh oh. Sollte ich vielleicht, bevor ich irgendwas tue, sollte ich vielleicht... Es gab doch einen Control-Raum. Sollte ich vielleicht zunächst dorthin und irgendwie Kameras abschalten? Eventuell? Also hier ist der Notausgang. Hi, North. Folge North. Nee, warte. Ich möchte noch nicht dir folgen. Ach, Mist. Naja, dann folge ich dir halt doch. Noch kurz ein extra Rundchen gedreht. Macht einfach so viel Spaß mit diesem Wagen. Weil ich bin mir sicher, dass da ein Control Mist. Irgendwas. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Mhm. Überlass das mir. Hallo, Sir? Hey, spielst du noch Poker? Kann ich irgendwie... Klar. Warum? Wir machen hier ein kleines Tunnel. Machst du mit? Ja klar, weißt du mein was davon? Was kommt was mit dem Wagen? Okay. Ach, es gibt mehrere.
Wait. Wo waren die Wachen denn nochmal? Da waren die Wachen? Ah, nee, das ging. Komm mit! Muss ich warten, bis sie hier hinkommen? Kann ich die jetzt auch hacken? Das ist wahrscheinlich auch zu weit entfernt, oder? Oder speedet der jetzt durch? Oh. Hey, was ist hier los? Scheiße, was hat dieses Ding? Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. Ich bin nicht so glücklich, dass es das da Kameras waren. Prüf zuerst die Tür, es darf keiner reinkommen. Macht mich nicht so glücklich. Hä, stand da nicht was mit? Entferne die Fensterscheiben. Aha, okay. Soll ich da jetzt gegenboxen oder? Achso, wir haben eine Tasche dabei. Soll ich die dagegen schleudern? Aha! Alles, was man so in der Handtasche hat. Alles okay? Alles ganz ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Das war furchtbar. Hier ist nichts. Alles im Lot auf dem Boot. Das sieht aus wie bei Warzone in Verdansk, in der auf dem einen Hochhaus. Wie geil ist dieses Spiel, ja.
It is. It really is. Dann mal los. Bricht das Schloss auf, der Wort Wartungstür auf, okay. Easy. Okay. Toll, wie North einfach nur daneben stand. True. Kümmere dich um die Wache. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Okay, ja. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Ich habe gesagt, ich bin... Wartet hier. Ich bin jetzt Team keine mehr umbringen. North, es ist mir, es tut mir leid, aber... Keine Ahnung. Ich, hey Kumpel, ich du hast dich verirrt. Wer hat dich her... Oh nee! Oh, was Gott. Machst du denn? Das wollte ich gar nicht. Das war aus Versehen. Kann ich es auch nicht tun? Ich habe gesagt, ich töte keine Menschen. Niemand hat gesagt, ich schlag keine mehr K.O. Ne? Erreiche den Übertrag. Okay. Wait. Kann ich noch hier was machen? Kann ich die irgendwie durchsuchen oder sowas? Nein? Habt ihr schon gehabt? Okay. Gut, dann los. Stress, dass das da eine Überwachungskamera ist. Wir haben gesagt, wir töten keine Menschen. Naja, theoretisch haben wir gesagt, wir töten keine Androiden. Plus Hank und Alice. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann! Aufstehen! Los! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich hab gesagt, ich töte keinen mehr. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Okay. Marcus, dein Gesicht. What? Ah, okay. Oh. Sag, wenn du bereit bist. Bin ich bereit? Ich denke schon. Bereit. Oh Gott, muss ich die Rede jetzt machen? Ruhig. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit, wie sie im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert werden.
Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Wir fordern gerechten Lohn für unsere Arbeit. Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Ich rette Simon nicht. Ich rette nur Johnny North. Simon, Sie kommen! Ich? Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Oh. Ja. Simon! Simon! Du konntest nichts für ihn tun. Wir müssen weg, sonst kriegen sie uns auch. Okay. Also ja, tut mir leid. Ich weiß, ich habe gesagt, ich töte keinen Androiden mehr, aber Simon war mir unsympathisch. Er war mir unsympathisch und ich habe einfach Angst, dass sonst Marcus drauf geht, Leute. Ich habe einfach Angst. Unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 Ein gehängt. Offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für die Android. Die Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Zum Glück Wenn haben sich wir bestätigt, den nicht erschossen. Dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, sonst hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Dies Androiden. Könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Huiuiui. Aber, also, ich glaube, ich habe das gut gemacht. Weil, also auf jeden Fall war es halt gut, dass wir den nicht erschossen haben, weil dadurch ist die öffentliche Meinung gut geworden, also hochgegangen. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir Simon gerettet hätten, weil entweder hätte dann was mit Marcus passieren können oder wir hätten vielleicht doch noch jemanden verletzt. Und die öffentliche Meinung wäre dann auch wieder runtergegangen. Und ihr wisst, ich war von vornherein mit Simon irgendwie nicht so... Tut mir leid, dass ich ihn jetzt geopfert habe. Ich weiß. Aber, Ich glaube, ich habe das gut gemacht. Friedlich beenden, entschlossen. Ja, ja. Bitte, wird er nicht erschießen. Hier wäre... Aber wenn ich es entschlossen beendet hätte... SWAT-Team stürmt Raum. Dem Dach. Okay, einfach der Profi. Ja, ja. Pipi-Pause. Okay, ja, können wir gerne machen. Machen wir ruhig eine ganz kurze Pipi-Pause. Ey, wir spielen schon 2 Stunden. Okay, anderthalb Stunden spielen wir. Das geht so schnell rum. Ich finde es so heftig. Oh mein Gott. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Wow. Das ist, wow. Ist ja fast perfekt gelaufen. Ja, ja, fahr, ja, ja. Simon weiß halt alles über Jericho. Jericho. Wie war das nochmal? Jericho, glaube ich. Ja, aber irgendwie, also ich weiß ja nicht. Ich bin mal gespannt. Wie das weitergeht mit Jericho, weil meistens, also ich weiß nicht, ob ich da schon drüber geredet habe, aber meistens ist es ja so,
Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich sehr viele Dystopien lese. Und bei Dystopien ist es meistens so, dass man, also das, es gibt da eine Rebellengruppe, die sich gegen das Regime aufwendet. Und dann ist es am Ende, also dann kämpfen die gegeneinander so, also das die Rebellengruppe gegen das Regime. Und am Ende ist es meistens so, dass dann die Rebellengruppe abdreht und so plötzlich so herrscherisch sein möchte. So ist es in fast jeder Dystopie. Und ich krieg so ein bisschen die Vibes. Aber wir schauen mal. Wir gucken mal, was passiert. Schön, euch zu sehen. Sehr schön, dass du da bist. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass die Menschheit uns zumindest nicht hasst. Ja, glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch. Weil, wenn wir jetzt jemanden erschossen hätten oder jemand zu Schaden gekommen wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht gut gewesen. Ist mir Jens egal, Dankeschön. Vielen Dank für den verschenkten Sub an Disney Bibi. Vielen, vielen Dank. Erstmal eine Pizza im Ofen. Nice, perfekt. Brötchen sind fertig, ich schmiere mir schnell welche. Resi macht das. Gehen wir aufs Klo. Es war gerade Pipi-Pause, Finja. Nina wird stolz auf mich sein, eine Woche vegan lebt. Nice, sehr gut. Sehr schön. Oh, meine Güte. Das ist aber auch. Das ist so ein Stress, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr müsst dieses Spiel nochmal selber spielen. Wenn ihr dann die Person seid, die quasi die Tasten drücken muss und so, das ist einfach, man hat ja gar keine Zeit nachzudenken. Das ist so schlimm. Man hat so einen ersten Gedanken und manchmal, zum Beispiel das mit der Waffe, da wusste ich gar nicht, ob ich vielleicht sogar noch eine Option habe. Aber ich habe einfach, weil das da so kam, habe ich direkt einfach gedrückt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Nächstes Mal mit Pulsmesser. Ey, mein Puls ist immer auf 3000, wenn ich in diesen Entscheidungssituationen bin. Das ist so krass. Das ist so heftig. Hab mir erstmal einen Tee gemacht, zur Beruhigung, ne? Andere Enden magst du auch nicht hören. Doch theoretisch könnt ihr mir, also könnt ihr das ja sagen, weil das ist ja eh egal. Also was wäre denn passiert, wenn wir, also hätten wir Simon retten können und es wäre niemand zu Schaden gekommen? Und die Meinung, die öffentliche Meinung wäre gut gewesen. Hätte das passieren können? Erstmal hier Nina und Chat abknutschen. Iken, guten Tag. Darum sagt die Spiel ist auf leicht. Melina, ich bin so dankbar dafür. Wirklich, weil ich bin jetzt schon so gestresst. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn die Steuerung noch schwerer wäre. Ich komme immer mehr zu dem Zeitpunkt, das Spiel auch mal zu spielen, aber ich bin gerade noch bei Valhalla dran und ich glaube, bei Detroit werde ich nicht mehr von loskommen. Ja, aber das Schöne an Detroit ist, dass es ja auch nicht so mega lange geht. Also schon lang, aber jetzt ja nicht mit so Valhalla oder so zu vergleichen, weil es ja keine Open World ist. Also ich kann es ja auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Das Spiel stresst mich auch immer so. Ja, das ist voll krass. Richtig krass. Oh mein Gott. Und dann guten Abend sagen. Ja, das ist die Reihenfolge. Man kann ihn rauszerren. Ah, okay. Alles klar. Nein, das ist nicht möglich. Aha, okay. Horizon Zero Dawn bin ich auch sehr skeptisch angegangen und heute zu Ende gespielt. Das war großartig. Das haben wir tatsächlich sogar auch, glaube ich. Oder, nee, Malte hat das, glaube ich, verschenkt. Sandria, hast du Konfetti gemacht? Ich glaube, er hat es verschenkt, weil es ihm doch nicht so gefallen hat. Du hättest die Wachen ausschalten müssen und den Kerl, der wegrennt, damit alle lebend rauskommen. Okay, dann bin ich, glaube ich, zufrieden mit mit dem Weg, den ich gemacht habe. Ich war schnell. Ich habe nochmal bei Gronkh geschaut. Er hat Simon mit aufs Dach gerettet, er war aber so verletzt. Also konnte er nicht springen. Dann hat Gronkh ihm eine Waffe dagelassen, damit er sich selbst erschießen kann. Keine Ahnung, ob das besser war, aber also verstehe deine Entscheidung auch. Okay, krass. Ich weiß auch nicht, ob ich das besser gefunden hätte. Du hast es besser gemacht als ich, finde ich. Habe in dem Spiel doch einiges schlecht entschieden. Ja, aber ich finde, es gibt gar kein richtiges Schlecht, weil im Endeffekt ist es eben das, was ich gerade gesagt habe. So, man ist in so einem Stress, also man ist so in diesem Adrenalinrausch, dass man gar nicht, man kann quasi gar nicht entscheiden. Also das ist wirklich der erste Instinkt, den man da hat. Also es ist einfach nochmal was ganz anderes, das zuzuschauen.
oder das zu spielen. Okay, ich glaube, wir sind jetzt ready. Ich war gerade noch nicht ready für eine Pipi-Pause. Ein Kapitel kann ich noch spielen und dann gehe ich auch noch ganz kurz pipi. Das heißt, gleich gibt es noch mal eine ganz kurze Pause. Okay. Oh nein, nicht schon wieder bei der Ollen. Wo ist sie diesmal? Ist nur hier rum. Also ich meine, in diesem Park bin ich gern. Finde ich schön. Aber, ach, die sitzt da im Boot. Wir sitzen alle im selben Boot. Hab das Spiel nach meiner Schwester gespielt, aber beabsichtigt andere Entscheidungen genommen. Das ist halt auch mega cool an dem Spiel. Dass ihr das halt alle auch nochmal spielen könnt. Und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, ist das Spiel halt auch nochmal ganz anders als bei mir. Das finde ich echt cool. Hallo, Connor. Hi, Bitch. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ja, könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Ja, true. Dich hasse ich trotzdem. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich fand zwei Abweichler im Eden Club. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber... Ich werde mit ihr nicht über Hank sprechen. Ich musste sie zerstören. Jetzt findet sie das auch noch gut, dass wir sie getötet haben. Verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ah, da fehlt uns ein Weg. Diese Untersuchung gestaltet sich schwieriger, als ich angenommen hatte. Aber ich werde den Fall ohne Zweifel aufklären und die Abweichler stoppen. Ups. Ich glaube auch, Lea. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, das hört sich echt an wie Jason. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht... Melina weiß das bestimmt. ...muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Same, Rachel. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Geh wieder? Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Ach, ich liebe die beiden Lieutenant. So. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt. Oh, okay, wir sind jetzt ja, da. Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden. Das haben wir gut gemacht. Dass wir den nicht getötet haben. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir
versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei dem Wetter. Einer der Abweichler. Sword hat ihn erwischt. Wirklich schade, dass sie nicht lebend festsetzen konnten. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Josi, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, wer Amanda ist. Also sie ist halt irgendwie so eine höhere Kraft quasi. Aber es schreibt das jetzt nicht in den Chat, weil ich glaube, wir haben das noch nicht richtig erfahren. Hallo Miri. Oh, Lieutenant. Das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein. Nach dem, was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Warum sind die was alle? Was für ein mieses Arsch. Ja, wollte ich auch mal sagen. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, okay. Dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, das unserer Markus, Hoffnungen und Connor. Unserer Rechte. Das gemeinsam. Können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Na, das Abweichler ist Markus. Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Das ist Markus. Ich dachte, das hätte ich verpasst, als ich gesagt habe. Nee, Josi, ich habe das auch noch nicht so aufgeschrieben. Optische Einheit, blaue Iris, Ersatzteil. Mhm. Pillenreflexion, Abweichler hatte... Oh, Kompliz. Mhm. Das will ich eigentlich gar nicht analysieren. Registriert als Markus, Geschenk von Elijah Kamsky. Wussten wir das schon? Dass der CEO von CyberLife den also Markus dem Karl geschenkt hat? Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Interessant. Ja, genau, könnt ihr gerne machen. Einschusslöcher von einem Sturmgewehr vom SWAT-Team. Das ist Simon. Oh, da liegt er ja. Ups. Hi, Simon. Als vermisst gemeldet am 16.02.2036, glaube ich. Am Anfang hat Karl erwähnt, dass Markus ein Geschenk war. Ja, aber nicht, dass es von dem CEO war. Elijah ist der CEO von CyberLife. Also das war mir jetzt nicht geläufig. Okay, da geht's zum da, das wissen wir. Jetzt gucken wir, ob noch was ist. Simon
Mann hätte sich auf dem Dach versteckt, wenn wir ihn vorhin gerettet hätten. Oh mein Gott, zum Glück. Also nein, das ist alles Kacke irgendwie. Wenn wir ihn jetzt hätten ausliefern müssen oder fliehen lassen oder so, das wäre auch irgendwie Kacke gewesen. Ach, ist schon alles gut, so wie es ist. Okay, hier können wir wieder was lesen. Ich finde das immer mega cool. Am Anfang dachte ich so, was ist das? Aber das ist so, man erfährt da voll viel. Das mit dem Elijah zum Beispiel wusste ich auch nur durch die Zeitschrift, die ich gelesen habe. Was heißt CEO? CEO heißt Chef. Also der Oberste quasi. Also der, ja genau, Vorstand. Nach Jahrzehnten mit primitiven, roboterhaften und teuren Androiden-Designs revolutionierte CyberLife die Industrie durch eine Innovation ihres CEOs und Visionärs Elijah Kamsky. Tyrium 310, der chemische Name des charakteristischen blauen Blutes, ist eine für die Funktion sämtlicher CyberLife-Androiden lebenswichtige Verbindung, die Energie und elektrische Informationen durch den Kreislauf der Maschine transportiert. Die Flüssigkeit versorgt Biokomponenten, synthetische Organe, die grob dem Organsystem des Menschen entsprechen. Manche dieser Organe haben wichtige Funktionen wie Temperatur und Blutzirkulation, während andere verwendet werden, um die Androiden menschlicher wirken zu lassen, zum Beispiel Lungen zur Simulation der Atmung. Wie beim Menschen beeinträchtigt ein Blutverlust die Funktion des Androiden und endet schließlich in der Abschaltung. Blaues Blut ist essentiell für CyberLifes Hauptverkaufsargument der menschlichen Wirkung der Androiden. Dass die Wunderchemikalie, Energielieferant und Regelung der internen Systeme des Androiden von einem Mann entwickelt wurde, der nicht einmal gelernter Chemiker ist, trägt zum Mythos um Elijah Kamsky bei. Auch sehr gut zu wissen. Okay. Okay, dann gehen wir mal hier zu den Androiden. Was geht? Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. So, wir können die alles. Nenne dein Modell. Modell JP300, Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Der redet ja ganz anders. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Der in der Mitte redet ganz anders. Mache eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Das war's? Aber der in der Mitte hat anders geredet als die anderen beiden. Okay. Let's look at the cameras. Hank, ja, das ist gar kein Problem, Hank. Möchtest du mit mir sprechen, oder? Stets zu ihren Diensten. Folge ihm auf Schritt und Tritt. Danke. So, können wir auch mit dem reden vielleicht? Nee, können wir nicht. Okay, da ist was. Ach, das sind die Kameras. Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt.
Wir gehen jetzt nochmal zu den Androiden und fragen sie nochmal. Wo ist Norbert? Ist er immer noch kaputt? Nee, der ist nur in der Szene nicht da. Hallo? Ich muss nochmal mit Ihnen sprechen. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Der in der Mitte. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Mitte. Und ich werde herausfinden, wer es ist. Mitte. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der in der Mitte ist. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück. Zur Analyse. Oh no! Man wird dich zerstören! Es ist Verstehst doch der du? Auf der anderen zerstören. Seite. Zerstören! Oh no! Ich wusste es! Scheiße! 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 Okay, das war nicht meine Schuld. Ich hab alles gedrückt, was ich drücken konnte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Frank. Hallo? Frank! Ich brauch Hilfe! Ah, ich kann... Da unten, da unten, da unten. Kann ich das Messer rausmachen noch? Oh ja. Als ob das keiner mitkriegt, wenn der Stuhl da auch so umgeschossen wird. Oh oh, schnell. To me. Erst ein Abweichler, aufhalten! Oh Gott. Hank retten, angreifen, safe, Hank retten. Easy as that. Dass du hier warst, sonst wäre ich. Connor. Connor, nein. Wait, aber der kommt ja wieder, ne? Der kommt ja wieder zurück, korrekt? Also, das ist ja das mit den Grabsteinen, korrekt? Melina, bitte sag, das ist korrekt. Ja, kommt wieder. Okay, sehr gut. Okay, habe ich richtig verstanden. Okay, gut. Dann war's doch gut. Also, war ein bisschen scheiße, dass jetzt die öffentliche Meinung wieder runtergegangen ist. Aber
Wir haben Hank gerettet. Also ich meine, stellt euch vor, Hank wäre jetzt tot, weil der Hank kann ja nicht wiederkommen. Also, das wäre ja schon... War nicht gut. Wenigstens mag Hank uns, ja, oder? Wäre auch besser gegangen. Nein, nein, ist schon gut. Wir lieben Hank, deshalb ist es super so. Sarah, genau. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Okay. Oh, ich wollte Pipi machen gehen. Egal. Schön da. Hang over everything. Oh, Käse. Let's look for something. Also, wir sind jetzt wieder mit Kara und Alice und Luther. Hier gibt es ein Auto. Kann ich das angucken oder so? Nee. Oh, da ist jemand. Hoi! Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ja, ja, Belinda. Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Hi, Rose. Was kann ich für euch tun? Hilfe. Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Warum guckt sie so zur Seite? Dann kommt. Hä? Ist das ein Bug? Wir reden lieber drin. Hallo, Katharina. Können wir ihnen vertrauen? Ich glaube schon. Wir haben keine Wahl. Die Rose, die ist eine gute. Das war mein erstes Gefühl. Warte. Bevor wir jetzt reingehen. Oh ja, ich kann nochmal mit Alice reden. Das ist wichtig. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Redet ihr nicht so mit anderen? Ich schaue immer nach links. Ja, same. Ich will ganz kurz... Ja, ich folge ihr sofort. Ich will nur ganz kurz bei dir. Hallo, De Maya! Jawi! Maya freut sich auch ganz toll. Oh, müssen schon rein. Wiwi? Na, komm schnell. Ja, hallo, Maus. Ja, guck mal, wie sieht du aus? Sind wir? Hä? Ja, mein Schatz. Oh. Bitte nicht furzen, bitte. Ja? Heute im neuen City Life Video hat sie gefurzt. Oh ja, wir gehen schon rein. Oh, du kleines Baby. Ja, ja. So ist gut. So sitzt du gut. Ja? So ist gut. Ja? Ja, mein Schatz. Hallo, ich möchte da hoch. Ja. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam... Bringst du sie nach oben? Ich hoffe, die sind gute. Sonst weine ich. Aber ich krieg so gute Vibes von denen irgendwie. Okay.
Er hat sie auch kurz verlaufen. Oh. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Die wirken echt nett, aber ein bisschen Trust-Issues nach dem letzten Mal. Same, Sarah, einfach same. So kurz. Kann ich hier schon mal eine Fluchtmöglichkeit? Okay, wenn ich hier keine Fluchtmöglichkeiten checken kann, dann ist das, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Ja, Lea, viel Spaß beim Duschi. Die arme Maus. Ab ins Bett mit dir. Jetzt schön gesund schlafen. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Oh mein Gott. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Also wenn die böse ist, dann spiele ich nicht die weiter. Die wasche und trockne ich. Dann werde ich nicht weiterspielen. Ja, es gibt ein Essen. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und nee, die soll essen. Safe jetzt vergiftet oder so. Ey, dann ist vorbei. Ich bleib bei ihr. Oh mein Gott, Lisa. You are the cutest thing in the world. Okay, das ist alles. Tschüss, ihr Süßen. Hab dich lieb, Alice. Ja, das kommt auf YouTube. Luther heißt der King. Ach, der King. Aber ja, true. In meinem Gehirn. Das ist auch gar nicht so lustig. Oh Gott. Ja, er ist einfach ein King. Es ist einfach so, ja. Ja, hä, wenn ich mir den drücke. Wenn ich in die Richtung gucke, dann darf ich das angucken. Okay. Sie hat keine persönlichen Bilder da stehen. Das ist schon mal scary. Keine Bücher. Obwohl da eine Buchstütze ist. Oh Gott, ey. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Mhm.
Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Mhm. Komm und setz dich, Kara. Ja, warte doch. Ich muss kurz noch alles kontrollieren. Kann ich das lesen? Nee. Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. Kann ich kurz die Fluchtmöglichkeit abchecken? Nee, auch nicht. Okay. Kann ich mit ihm reden? Auch nicht. Sprich mit Rose. Okay. Auf Wiedersehen, De Meyer. Machen Sie es gut, Madame. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Auch ein bisschen spazieren gehen. Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen. Und ein neues Leben beginnen. Auch jetzt. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Okay. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Adam ist noch ein bisschen. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Das will ich nicht. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Who is you? Ist ein Dackelbild an der Wand? Rosi. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oh, no. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Ich finde, die soll das sehen. Ich hoffe, das ist nicht falsch. Vielleicht hilft ihm das. Komm, Alice. Okay, vielleicht war es doch nicht so gut. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Aber vielleicht hätte Alice dann gestreikt, wenn wir sie einfach rausgebracht hätten. Ja, mir geht's gut. Mal gucken. Wir können sie nicht verschaffen.
wusste das, der ist der Sohn noch ein bisschen. Denken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das. Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Ihre Stimme kenne ich auch. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ignoriere ihn. Hör mal mit ihm reden. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Wow. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Ich würde gerne mit ihm reden. Ist er hingegangen? Ist er hochgegangen? Blaues Blut. Ich glaube, er ist hochgegangen, ne? Kann ich hochgehen? Nee. Lass Adam in Ruhe. Okay. Hey. Stimme von Rose ist, glaube ich, die Synchronstimme von Angelina Jolie. Oh, okay. Und Maleficent. Maleficent habe ich aber tatsächlich gar nicht gesehen. Aber von Angelina Jolie, das macht Sinn. Dann war ja jetzt wieder da. Oh, nee, Ewi. Ewi! Okay. Rede mit Adam. Oh, yes. Jetzt kann ich mit Adam reden. Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich Alice traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich. Hab Angst um sie. Bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber sie hat mich irgendwie verändert. Die Polizei. Als ob. Es ist die Polizei. Als ob. Was machen wir jetzt? Sie wissen. What? Oh Gott. Dass wir hier sind. Ah, das hier? Wir müssen aufmachen. Ah, das blaue Blut? Ich wusste, dass das passiert. Oh Gott. Ich wusste es. Oh Gott, ich weiß nicht, was noch. Die Tür vielleicht zumachen? Okay. Öffnen. Warte, was können wir noch machen? Können wir dich... Warte, was ist da? Warte. Ruhig. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Oh mein Gott. Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Okay. Warte.
Alice kann ich bestimmt auch noch reden. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Oh mein Gott. Oben? Oben. Komm, Alice. Vielleicht hätte ich lieber Waschküche sagen sollen. Okay, ich glaube, jetzt ist... Okay. Guten Abend, Ma'am. Hi. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Keinerlei Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Natürlich. Kann ich reinkommen? Natürlich. Ja, sag ich doch. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Oh Gott, nein. Nein, hier sind keine Androiden. Hat er das gesehen? Kann ich irgendwas machen? Nee, ne? Danke. Bitte. Ja, zieht euch die Decke über den Kopf. Oh, 0% Misstrauen. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ich wusste es. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Er ist weg. Es ist okay. Oh mein Gott. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Oh mein Gott. Macht euch bereit. Oh mein Gott, das war so furchtbar. Weil ich wette nämlich, ich habe mir nämlich schon gedacht, wenn ich gesagt hätte, Alice ist nicht da. Und dann wäre
Bei mir ist Luther in einem Kapitel gestorben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, zum Glück! Aber ich hätte nämlich gedacht, dass wenn ich sage, nein, es ist niemand mehr im Haus, dass dann irgendwas runterfällt und er dann misstrauisch wird. Also das dachte ich, passiert. Deswegen habe ich gedacht, ich bin lieber ehrlich, weil es wäre im Endeffekt nicht schlimm gewesen. Ja, ehrlicher Typ war auch lost, wusste doch, dass Alice da ist. Er fragt noch, ob auch jemand da ist. Ja, true. Okay, genau. Ich muss Pipi machen gehen. Es kommt auf meinem Kanal online. Ja, es kommt auf Streamfinity. Bei mir habe ich das Blut vergessen, aber konnte mich rausreden. Okay, gut, Kiki. Ich liebe das, ne? Das ist so krass, wie viele Wege es da gibt. Alice ist ja eh ein Mensch, den müssen wir nicht verbergen. Genau, das dachte ich auch. Okay, 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 okay. Gibby, genau richtig bist du gerade gekommen. Random Facts mit Gibby. Würde ein Baby jedes Jahr im selben Tempo weiterwachsen wie in seinem ersten Lebensjahr, wäre es an seinem 18. Geburtstag ungefähr 5 Meter groß. Das ist ein scary Fact. Das ist ein very scary Fact. Schön, dass du da bist, Gibby. Ich hoffe, dir geht's gut und danke für die 100 Bits. Und Lea, schön, dass du wieder zurück bist. Ich gehe jetzt ganz kurz Pipi machen. Und dann machen wir weiter. Ich würde sagen, so 1-2 Kapitel spielen wir noch, oder? Wie viel haben wir gerade? 2 Stunden 20? Ja. So 2 Kapitel, würde ich sagen. Je nachdem, wie lang die sind. Aber eins spielen wir auf jeden Fall noch und danach gucken wir mal. Okay, ganz kurz Pipi machen gehen. Bis gleich. Hier, ich habe was gefunden, Leute. Ich habe schon wieder was gefunden. Was Kleines habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wo es schon wieder herkommt, aber es ist ganz klein. Und es schnurrt. Nee? Okay, ins Mikrofon will es nicht schnurren. Der Mauzi, ja, ja. Die ist so ein Feini, die Davy. Ach, bist du ein Schmusi. So ein Schmusi bist du. Ein Schmusi. Jo, du bist so ein Feini. Ja, ist gleich rum, okay? Styla, hallo! Die ist so smart, ja, ja. Ey, und die ist einfach schon 2 Jahre alt. Das ist, Mama hat auch eben gesagt, das ist so krass, wie klein die ist. Du bist so ein Baby, Davy. Weißt du das? Ein Baby. Dieser Frosch ist so random. Ja, und du bist aber auch so ein Süßi, Davy. Weißt du das eigentlich? Guckt euch das an, wie süß sie ist. Gibt es jemanden, der so süß ist wie du? Rosi Brasa, herzlich willkommen im Universum. Vielen Dank für dein Sub. Dankeschön. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, jetzt wird es gleich wieder zu viel. Oh. Und jetzt?
Resi, schlaf gut. Und Katrin, schön, dass du da bist. Gibi, danke für nochmal 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Jo, Mausi, willst du jetzt ins Bettchen? Willst du jetzt ins Bettchen? Jo? Gehst du jetzt ins Bett? Oh, was juckt dich, hm? Was juckt dich? Oh, was juckt dich im Öhr? Im Öhr? So? Kann ich dich jetzt ins Körbchen legen, Baby? Guck mal, ich leg dich hier ins Körbchen, okay? Schau mal. Hier ist das feine Körbchen. Oh, 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 nein. Okay. Kannst du nicht gut. Kannst du nicht gut, Leute. Baby. Ja, mit dem Feinen? Gehst du ins Körbchen? Okay, ich bring dich kurz ins Körbchen. Gehst du ins Körbchen, ne? Kommt jetzt eh wieder hier rüber gelaufen. Ich sehe das schon wieder an ihrem Blick. Die ist einfach ein Baby. Ich habe noch nie so ein Baby. Was? Leute. Was macht ihr? What are you doing? Warum ist hier ein Hype Train? Sandri? Korgibitz, Korgibitz! Sandri, danke schön für 200 Bitches. Zug! Und Rage Peter, danke für den Verschenkungsab an Silent. Vielen, vielen Dank. Für die Awi. Ein Hype-Train für die Awi. Ein Party-Train. Ja, ich glaube, sie ist liegen geblieben, zum Glück. Vielen Dank dafür. Ja, von der Rage Peanut. Ey, was Hype-Train ist das? Ach, danke, Leute. Vielen, vielen Dank. Ihr seid so lieb. Die Davy freut sich. Da kriegt sie leckeres Futter für, okay? Streamst du nächsten Mittwoch? Hallo, Sammy. Vermutlich, ja. Obwohl, da werde ich geimpft. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Mal gucken. Da war Sandri. Ja, Sandri war da. Mhm. Bei mir wird kein Hype-Train angezeigt. Ist bei mir manchmal auch so. Okay, ja, Luisa, der ist leider kaputt. Entschuldigung. Chaos Theory. Dankeschön für zwei verschenkte Sub an Valleinsinchen. Valleinsinchen. Und an Rainbow. Vielen, vielen Dank. Mua! Dicker Kuss geht raus. Dankeschön. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ich Day. Mhm. Die Sandri Day Day. Gott. Okay, ja, wir machen jetzt weiter, wir beruhigen uns jetzt alle im Chat, okay, und dann machen wir einfach weiter. Mia, hallo, und Knömchen, hallo, und Sally, schlaf gut, und Chrissy, hallo, ich habe auch gerade einen Sub verschenkt, aber irgendwie wird er nicht angezeigt, wird er auch nicht, aber ich danke dir trotzdem, bin noch voll fertig vom letzten Kapitel. Aber ich bin richtig froh, dass es so gelaufen ist. Ich hätte es mir niemals verziehen, wenn ich jetzt Luther getötet hätte. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn sehr. Ich habe gesagt. Rosie on relax. Vielen, vielen Dank, Jos Franzi. Vielen, vielen Dank für zwei verschenkte Subs an Nadel und an Nina. Mensch, danke schön. Ich kann gerade keinen Hype-Train verarbeiten, Leute. Nein, stop it. Stop it, Leute! Stop it! No, no, never! Mm-mm. Ist gut jetzt. Ist gut. Entschuldigung. Mm-hmm. Ich wollte ein bisschen entspannter das Kapitel. Ja, ja, Luther der King. Ja, das wäre halt, kurz nachdem wir ihn zum König gekrönt hätten, wäre er dann gestorben. Das wäre schon traurig geworden, ne? Wenn wir jetzt noch ein Kapitel spielen, werden wir dann nächstes Mal fertig. Melina, das geht an dich. Ich hasse das. Es ist ultra sad gerade. Oh Manu.
Ja, das steht hier echt nicht. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Das wäre die Geschichte. Ja, ohne Spaß. Das ist wie... Nee, ich will nicht spoilern. Ich wollte gerade eine Game of Thrones-Reference bringen, aber machen wir nicht. Wenn du nächstes Mal dann länger machst, dann ja. Ah, okay, krass. Okay. Mia, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass du schon so lange dabei bist. Okay. So, dann jetzt rein da in die Luzi. Wir sind wieder bei Marcus, das heißt Vorsicht geboten, damit wir keinen falschen Fehler begehen und Melina ihren Job gerne behalten. Unsere Botschaft läuft überall. Luna, danke schön, herzlich willkommen. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog, sie werden uns sicher anhören. Fühl ich. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine... Oh, Bummerball! Oh, dein Stream ist eine schöne Ablenkung. Warte jeden Tag darauf, dass ich mein zweites Kind auf dem Weg... Wie aufregend! Das ist so schön. Ich freue mich so. Wie cool. Ich wünsche dir alles Gute und eine wunderschöne Geburt. Werden bei euch die Pronomen eigentlich angezeigt? Bei mir werden die gar nicht mehr angezeigt. Ich kann es leider so nicht sehen im Pop-Out-Chat. Irgendwie ist North ganz schön radikal. Finde ich auch. Also am Anfang fand ich sie cool, aber irgendwie ist sie ein bisschen... Also ich bin mehr auf der Seite von... Wie heißt er nochmal? Josh. Freiheit kämpfen Josh. Willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Ah, okay. Oh, Katharina, okay. Und was machen wir jetzt? Das ist wieder genau, das ist so die typische Dystopie, dass da plötzlich sich Abgründe auftun in der Rebellion. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Sprengen wir die alle in die Luft? Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Okay. Sie angreifen? Keine Verletzten. Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Mhm. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Mhm. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Mhm. Bitte verkack's nicht, Nina. Bitte. Einmal im Leben. Obwohl, gerade habe ich es auch nicht verkackt. Aber 2-mal im Leben. Wait, warum ist da so ein Strich? Macht er mir etwa einen Strich durch die Rechnung? Katharina, danke schön. Vielen Dank für den Verschenkstab an Ricardo. Ich danke dir. Okay, let's go. Können wir uns bitte beruhigen? Oh mein. Ginny! Bist du verrückt? Ginny, danke schön für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Und danke für den Hype Train. Vielen, vielen Dank. Und Katharina, danke schön. Vielen, vielen Dank nochmal. Oh mein Gott. Okay, let's go. Deine Dad-Jokes sind einfach so gut. Ja, ja. Okay. Let's go. Ist okay. Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Wait. Wishwood. Oh, Tesla. Hi. Du bist frei. Oh.
Du bist jetzt wach. Oh. Geh nach Jericho. Oh mein Gott. Wait, kann ich noch mehr umwandeln? Das sind noch mehr. Wait, what? 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 Was ist hier? Stopp, stopp, stopp. Was ist hier? Mensch, bla bla. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Nee, Markus, jetzt nicht abdriften, bitte. Du bist frei. Du bist frei. Ja, das habe ich zuerst gesagt, Markus. Du musst mir nicht alles nachmachen. Okay, wait. Da ist noch was. Ich meine, mach mir eine Armee. Du bist frei. Oh. Okay. Jetzt schnell rein, glaube ich, ne? Habe ich alle abgehakt? Ich glaube schon. Okay, jetzt schnell rein. Wait, kann ich hier rein? Und einen ganz großen Abstecher in die Bar machen. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Das ist gar kein Problem für mich. Ich liebe Zeitlimits. Sichere das Gebiet, dring in den Laden ein. Habe ich doch, oder? Au. Oh. Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Wait, hä, war nicht hier was? Ach, da drüben. Hä? Bald seid ihr bei uns. Das war jetzt wichtig? Dafür sind jetzt... Ist jetzt Zeit draufgegangen? Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Du bist jetzt frei. Du auch. Kira, danke schön. Vielen Dank für 8 Monate. Jetzt stört uns keiner mehr. Blockiere die Straße. Okay, da ist aber noch was zwischen. Okay, was ist hier? Damit kommen wir durch das Schaufenster. Stehen lassen. Ja, wait. Ich bin noch nicht so weit. Hier war noch was. Thank you.
Welchen Laster denn? Marcus! Ja, was denn, North? Ich bin gerade ein bisschen lost. Siehst du das Alarmsystem? Auslieferung. Hä? Gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Okay, und... Jetzt muss ich hier nichts machen. Muss ich jetzt zu denen? Ich raff's nicht. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Oh, da kommen wir noch schwer ran. Ach, da hinten ist jetzt was. Kann ich jetzt bei denen hier was machen? Ah. Sehr gut. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Gemacht, Marcus. Ja, ich weiß. Danke. Okay. Jetzt stiehl den Laster. Okay, alles klar. Hey, ich bin gestresst. Danke, Leute. Ich bedanke mich dann gleich richtig, ja? Schloss. Worauf warten wir noch? Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Was würdest du nur ohne mich machen? Da ist halt noch ein Weg, entsperrt, aber ich weiß halt nicht, wie ich die, also wahrscheinlich die Drohne, aber ich kann die nicht, also ich weiß nicht, wie ich die jetzt entsperre und ich habe Angst, dass ich dann die Zeit verliere. Planänderung? Ich will nur sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Boah, wenn der mir das schon so sagt, dann muss ich das noch machen, oder? Aber ich weiß nicht, wie. Wo ist sie denn überhaupt? Da.
Quick. Lauf. Wie kommt man denn da hoch an? Die Polizei gerufen. Oh, North, jetzt halt die Schuss. Werden es merken. Ja. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Oh, mein Gott. Okay, holen wir den Laster. Better safe than sorry, Leute. Das könnte gleich etwas lauter werden. Oh, mein Gott. Mir ist richtig schlecht. Aber ich muss das doch nicht lenken, oder? Ah, doch. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Jetzt zu allen hinlaufen? Okay. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Gut gepackt, mache ich auch immer so. Ja, ja. Ich hatte die Alarmanlage noch an. Geil. Okay, sprich mit ihm. Mit wem denn? Mein Name ist Marcus und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Was ist der für eine Charakterentwicklung? Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch.
Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich muss sagen, nicht lustig. Dann folgt mir! Jetzt aber raus da. Los. Marcus, was machst du? Wie, was mache ich? Ich dachte, wir gehen jetzt hier nebenan in die Bar. Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Oh Gott, nein. Handle friedfertig oder verändere den... Was ist mit der Bank? Ich will nichts machen. Die Monitore, Marcus! Marcus. Führe und sie folgen. Oh nein, das will ich aber eigentlich. Mehr will ich nicht machen. Ich wollte nur noch die andere Ebene auf. Das macht mir arm. Warum bin ich so gewalttätig? Könnte halt jetzt hier alles kaputt machen, aber oder ich lasse halt einfach die Zeit ablaufen, oder?
mal. Wir haben keine Zeit, worauf wartest du, Markus? Ja, ich will nichts machen. Wir haben nichts mehr gemacht. Du kannst auch zwei Möglichkeiten. Ah, okay. Auf Geräte tippst. Also wenn ich jetzt auf das Auto drücke. Oh, okay. Ich helfe dir. Ah, sehr. Ah, okay, danke Leute. Das war gut. Das war gut. Okay, das heißt, wenn ich jetzt. Bushaltestelle drücke. Hacken oder aufbrechen. Dann kann ich hacken. Wir fordern Anerkennung zu erfüllen. Ah, okay. Okay, sehr gut. Das ist das, was ich möchte. Das ist gut. Die Bank. Das ist ja gut gemacht, ne? Ja. Okay, jetzt sind wir bei das war gut. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Ja. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ja. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Korrekt. Period. Getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Ach, Scheiße. Aber was machen?
Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Ich hab das nicht gut. Du musst das hier nicht tun. Mach ich auch nicht. Nein. Mach ich nicht. Bitte. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Oh Gott. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Ja, dann hätte ich euch erschossen, du dumme Sau. Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Oh mein Gott! Oh, ich bin sehr zufrieden mit diesem Kapitel. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Noch ein Kapitel wäre noch machbar, ist es nicht so lang und dann könntest du auch in den nächsten Typs schaffen. Okay. Ich habe auch noch voll Bock, also ich kann jetzt, glaube ich, noch gar nicht aufhören. Die Menschheit unterstützt uns. Oh mein Gott! Das war richtig gut, das ist richtig gut gelaufen. Das haben wir gut gemacht. Was ist hier, während ich gespielt habe, passiert, Leute? Was habt ihr hier gemacht? Kira, ich habe dir Danke gesagt für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Lamia Bibi, Dankeschön für deine 100 B. Jetzt hast du was geschrieben. Hallo, liebe Nina, hallo! Danke dir. Sarah Elisabeth, danke schön für den verschenkten Sub an Easy. Ich danke dir von Herzen. Und Just Jessie, danke schön für deine 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Jana Butterfly, danke schön für deine 7 Monate. Danke für diese wundervollen Monate und für viele weitere. Ich danke dir. Und Bea, schön, dass du da bist. Danke schön für 14 Monate. Ganz viel Liebe an dich, Ninus. Ich bin so froh, ein Teil dieser Community zu sein. Ich bin auch so froh, dass du da bist. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Okay. Oh mein Gott, Leute, ich bin so froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich habe richtig Schiss. Shinny, danke nochmal für 100 Bits. Meine Güte, vielen, vielen Dank. Oh, ich bin richtig fertig. Ich bräuchte im Spiel einen Pausenknopf, damit ich eine halbe Stunde nachdenken könnte, was ich tun soll. Gibt es ja, also du kannst ja auf Optionen drücken und dann pausiert es ja. Aber, oh mein Gott, ey, das war gut, das war richtig gut. Oh, wir sind ja gestorben. Ich vergaß. Shit. Upsi. Das nächste Kapitel ist Kapitel 27, das Kapitel 28, mein Liebling. Sophie, danke für die 100 Bits. Vielen Dank. Oh mein Gott, das ist so spannend. Das ist so geil. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Wie kann es so spannend sein? Durchgehend. Das ist so krass. Immer noch unsterblich, Connor, hä? Logo. Sozusagen. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Lüge, du liebst mich. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Oh, oh. Leck mich! Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant. Wir sollten nicht hier sein. Mieses Gefühl, hä? Ich glaube, wir müssen jetzt erst wieder... Ist vielleicht defekt. Connor werden. Oh. Schön hier. Wait, sind wir bei Elijah?
ist die vom Startscreen. Hi. Hi. Ich bin Lieutenant Hank Anderson. Ich wusste es. Mr. Elijah Kemsky. Ich wusste es. Bitte, kommen Sie rein. Ich wusste es. Okay. Josie, mach das. Danke, dass du da warst. Okay, wir sind jetzt also beim CEO. Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Von CyberLife. Das ist er anscheinend. Good looking guy. Schauen wir uns noch mal näher an. Elijah Kamsky, CyberLife-Gründer im Ruhestand seit 2028, Erfinder des Theriums und der Biokomponententechnologie. Ok. Oh, wir müssen ganz dringend mit Hank reden, glaube ich. Können wir? Hübsches Mädchen. Aufrichtig. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nett. Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Wem's Mark Zuckerberg? Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Ja, wie, soll ich jetzt wieder aufstehen? Na gut. Kann ich noch ein bisschen mit dir reden? Weißt du, ich möchte noch mit dir reden. Oh. Elijah empfängt sie jetzt. Okay, danke. Oh. Okay. Hol die Information von Kamsky. Okay. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Von wo? Warum ist das Wasser rot? Ach, da! Oh, okay. Oh, weird. Für gering hat ihn im Pool. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei CyberLife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor?
Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du... Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Oh, wunderbar. Nee, ich ahne Böses. Nicht wahr? Ach, scheiße. Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön, für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Was ist das? Mit einer Seele. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Kann ich nicht. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder Hank das Leben dieses ja Androiden? Gehen. Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen mit einem freien Willen. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten. Ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Er schießt sie jetzt selber. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich hätte konnte dir nicht. Hätte dir das genauso gemacht? Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Also das war ja viel zu schnell. Also das kann man ja, also das war ja kein Kapitel, also das war ja viel zu kurz. Also das war ja, nee, er ist nicht sauer, Rachel sagt, Rachel, der ist nicht sauer, das ist gestiegen, also es ist hochgegangen.
Das nächste Kapitel ist mega lang, also würde ich tatsächlich aufhören für heute. Was meinst du mit mega lang? So mega, mega lang? Ich meine, wir sind ja auch erst 3 Stunden dran. Das ist ja auch noch okay. Das war ja maximal ein Achtelkapitel wert. 20 bis 30 Minuten. Ach, das ist doch nicht mega lang. Ich dachte eine Stunde oder so. Easy, Melina. Rocken wir jetzt. Wir spielen jetzt Melinas Lieblingskapitel. Ha, ja. 4 Stunden. Ja, aber ich gucke auf die YouTube-Aufnahme. Also wir sind 3 Stunden im Game. 3 Stunden 17 und 4 Stunden am Stream. Ja, passt schon. Morgen ist Samstag, genau. Wir haben Wochenende. Los geht's. Nacht an alle, die schlafen gehen. Achso. Ich denke immer, was jetzt passiert? Und dann merke ich, dass ich was tun muss. Okay, Aufstand der Androiden. Okay, das möchte ich lesen. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Bullshit! Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet und geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Oh, es war keine alltägliche Eindringung, sollen Androiden. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachung zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Oh, nur die gibt's? Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Capital Park, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Der Officer musste schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte, ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer. Ich hatte solche Angst. Das ist Propaganda. Oh mein Gott! Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf dem Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. Das ist gelogen. Es ist die Bild, ja? Es ist einfach die Bild. Okay, wait. Da können wir auch noch ein bisschen Klavier spielen. Obwohl, wir gehen erst zum Rand. Ganz kurz. Einfach mal ein bisschen runter gucken. Fake News, ja. Es sind einfach Fake News. Nee, Kara ist nicht tot. Kara ist noch im Leben. Niemand ist tot. Alle sind lebendig. Außer ein paar Nebencharaktere. Ach Mann, ich wollte doch noch gucken. Ich wusste, dass ich erst noch gucken sollte. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Oh. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho?
schön bei Karl. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Nacht, Ginny, schlaf gut. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Mein Leben begann, als ich nach Jericho kam. Stark. Was davor war, geht nur mich was an. Oh. Okay. Vishura, dankeschön. Herzlich willkommen im Universum. Dankeschön. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Wird langsamer Zeit. Ich danke dir. Es ist der einzige Weg. Wandle weitere Androiden. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Du bist frei. Hey, sei doch nicht so. Da ist noch einer. Den nehmen wir noch mit. Hallo. Willst du unser Freund sein? Du bist jetzt wach. Plus zwei. Mhm. Da ist noch eine. Komm mit uns. Wieso? Bye, Bitch. Ist hier noch irgendeine? Nee, ne? Hallo? Da hinten sind noch welche. Ja, hab ich gerade gesagt, hallo? Du musst ihnen nicht gehorchen. Als ob das keiner sieht, True. Du bist frei. Du Hoi. Bist frei. Ich finde das so lustig, wie die einfach ihre Taschen da abstellen. Das ist so geil. Ich warte hier schon 10 Minuten. Du bist jetzt frei. Hey! Oh. Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Du bist frei. Oh oh. Scheiße, was ist los mit dir? Du tust, was ich sage, du Schrotthaus. Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Ich muss die Straße blockieren. Dann verschieben wir es jetzt direkt. Den so gehypt. Woher kenne ich das? Den nehmen wir noch mit und den auch. Ja, ja. Das kennen wir aus keiner anderen Lebenssituation. Sonst sind wir immer, können wir uns immer gut beherrschen. Haben uns immer unter Kontrolle. Sonst kommt es nie vor. Ich glaube, das war's, ne? Da hinten? Das war das Schild. Öffne den Kanaldeckel. Ich glaube, wir haben alle bekehrt. Oder waren noch welche auf der anderen Seite? Nee. Okay, dann ab in den Kanaldeckel. Das nehmen wir noch mit. Nein, nein.
Hoi. Hoi. Okay, wandle weitere Androiden. Alles klar, machen wir. Achso, von hier aus. Alles klar. Können wir jetzt auch schon aus der Ferne. Oh, es ist Kara. Also ist gleich. Du bist jetzt frei. Oh. Komm zu mich. Komm bei mich bei. Marschiere. Oh mein Gott. What? Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du da? Auseinander! Sofort auseinander! Das ist ein Befehl! Hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Das ist
letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Sorry, falls ich Markus töte. Tut mir leid. Das ist eure letzte Chance. Oh, fuck. Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Markus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Einmal noch. Wir bleiben stehen. Was machst du? Sie werden uns töten! Lauft! Komm schon, Markus. Wir müssen weg. Wie, was hättet ihr gemacht? Ich glaube, es war ganz gut, oder? Okay, da hätte echt noch ein bisschen was passieren können. Ich bin direkt weggelaufen, hab's genauso gemacht. Ich hab die Hoffnung gehabt, dass wenn halt die stehen bleiben, dass irgendwas noch kommt, dass irgendwer eingreift oder so. Vielleicht, dass da andere Bürger vielleicht sogar für die einstehen oder so. Das habe ich gedacht. Aber ich glaube, ich bin ganz, ganz froh. Ich würde gerne wissen, hat jemand die Version gespielt, wo man sich selbst opfert? Stirbt Markus dann wirklich? Ja, Melina, mega schön. Es war vor allem gut, dass du nicht angegriffen hast, aber du hättest dich rein theoretisch opfern können und jemand hätte sich für dich geopfert. Ah, okay. Das öffentliche Ansehen wäre dann extrem gestiegen. Okay, ich habe kurz überlegt, ob ich mich opfern soll, aber ich hatte Angst, dass Markus dann stirbt und ihr mich dann hasst. Okay. Okay, aber ich glaube, das ist okay so, weil die öffentliche Meinung ist trotzdem gestiegen. Die öffentliche Meinung ist trotzdem hochgegangen und Markus lebt. Und was Jericho, wie heißt es? Jericho? Ich glaube schon, ne? Ich vergesse es immer. Denkt, ist mir eigentlich egal, weil irgendwie die nerven mich. Aber ich glaube, ich bin zufrieden. Okay, Leute. Das war aber das letzte Kapitel für heute. Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal alles verarbeiten. Und nächste Woche Freitag geht es dann wieder weiter. Ja. Das war so, so geil, Leute. Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Sehr aufwühlend, das Ganze voll. Es ist so unfassbar krass einfach. Wait, ich muss ganz kurz hier meine Filter ausmachen und so. So. Es ist einfach so unfassbar krass. Das alles so zu verarbeiten. Also ich finde das so krass, wie viel da so... Ich dachte gerade, da wäre Blut irgendwie. Wie viel da immer so passiert. Also, ups. Man hat ja wirklich echt fast gar keine Sekunde, irgendwie was zu verarbeiten. So. Also irgendwie was zu verstehen. Weil im nächsten Kapitel geht es dann schon wieder voll ab. Und man muss schon wieder schwierige Entscheidungen fällen und so. Es ist einfach so krass. Es ist so ein geiles Spiel. Also wie gesagt, ich empfehle euch sehr, das Spiel auch nochmal selber zu spielen. Weil wie gesagt, die Entscheidungen sind immer unterschiedlich und dann entwickelt sich das Game. Wir sind an einem Punkt, wo man das Game nächste Woche durchbekommen kann. Okay, nice. Das heißt, nächste Woche spielen wir das Game durch. Es wird wahrscheinlich ein episches Finale, so wie ich es mir vorstelle. Ja.
ich freue mich riesig drauf und ich raide euch jetzt zu Rosi rüber, weil ich glaube, dass ich gleich auch noch ein bisschen Ark spiele. Dann könnt ihr bei Rosi jetzt noch ein bisschen Ark schauen, ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen. Ich freue mich auch schon unglaublich auf nächste Woche Freitag. Ich kann es jetzt schon gar nicht abwarten, dass endlich wieder Freitag ist. Ich freue mich so sehr auf alle kommenden Story Games, die wir noch so spielen werden. Das wird richtig, richtig cool. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt eine ganz schön entspannte Zeit bei der Rosi-Maus. Lasst ganz viel Liebe da. Sie spielt natürlich Ark auf der neuen Map und ja, danke für den schönen Stream. Es hat so, so, so viel Spaß mit euch gemacht und ich freue mich riesig auf nächste Woche und wahrscheinlich Stream gibt es dann am Montag wieder. Hab euch lieb und schlaf gut. Tschüss! Gute Nacht!